hinter dem Lichterglanz, den harmlosen Vergnügungen, liegt eine andere Welt. Die dunkle Welt des Dr. Diabolo. Ein wahrer Foltergarten. Das ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Was sie dort erleben werden, ist viel grausamer, viel schrecklicher als ihre tiefsten, dunkelsten Träume. Wer wagt einen Versuch? Sie, Jack Palance? Haben Sie den Mut, dem zu begegnen, was das Schicksal für Sie bereithält? Sie, Burgess Meredith? Als der leibhaftige Teufel? Welchen Horror werden Sie uns enthüllen? Und Sie, Beverly Adams, welche Lügen, die Ihre Zukunft bedrohen, träumen Sie? Der Foltergarten des Dr. Diabolo. Keiner bleibt unberührt von seinen Schrecken. Nein! Warte! Ich tu's! Ich tu's! Das ist der Kunstliebhaber, der um das Geheimnis der Unsterblichkeit weiß. Haben Sie gewusst, dass es möglich ist, Tote wieder zu erwecken? Der reiche Mann, der sich eher von seinem Leben als von seinem Reichtum trennt. Das Geld! Bitte! Im Foltergarten des Dr. Diabolo stimmt der Teufel das Klavier, um ein Concerto in Horror zu spielen. Den Mann draußen, dem der Kopf ganz... Nein! 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 Sie sitzen in der Falle! Also ich verspreche Ihnen Horror. Ich enttäusche Sie nicht. Ich halte mein Versprechen.